Oh, endlich so ein gutes Game. Jetzt komm ich. Alter. Ein herzliches Willkommen zurück hier bei Game Circus und der 7. finalen Fantasie. Für Sascha die erste. Oh, Pause. Angriff! Oh, wir machen Zauber, Blitz auf den Bengel. Das ist krass, das ist das Spiel, also wie viel Zoll ist der Fernseher nochmal? 65 oder sowas? Ja. das kann gar nicht auf dem ganzen Bildschirm gestreckt werden, also wir haben zwei fette schwarze Balken dran. Ja, stimmt. Und wir haben einen Trank bekommen, der kann uns natürlich wieder heilen. Das ist eine tolle Sache. Nein. Ah, verdammt. Hä? Verdammt. Wie bescheuert. Ah, jetzt. Und guck mal, jetzt, die übersieht man leicht, aber die Jessie hängt hier fest. Und wenn wir sie jetzt nicht retten würden, würde sie wirklich hier drin sterben und sie wäre nie wieder da. Krass, ne? Jessie. So, ich finde es halt, dieses Typ, also die Umgebung sieht ja anders aus wie die Figuren, ne? Und dass die so in dieser Umgebung agieren halt, die so... Ja, genau, es sind vorgerenderte Hintergründe und... Ja, genau, das Wort ist mir gerade nicht eingefallen. Und aber die Dings sind Polygone, genau. Selber Polygon. Ich Polygon dir gleich Also eine. Der Trank heilt uns auch von der Reaktorexplosion, oder? Sehr vermutlich, ja. Ja, ich hab's letztes Jahr, hab ich's nochmal, aber hab ich's eigentlich zum allerersten Mal wirklich von Anfang bis Ende. Mit dem Speicherstand passiert, ne? Da ist mir das mit, oh Gott. Hey Leute, da bin ich, hab ich alles, also wirklich alles durchgearbeitet. 15 Stunden lang war ich sehr, sehr weit im Spiel. Und meine PlayStation hat einfach irgendwann die Speicherstände gelöscht, weil irgendwann war mal so, irgendwann stand da so Malfunction, irgendwas ist passiert, ich hab keine Ahnung, was passiert ist. Ich glaube, ich habe aus Versehen den Stecker gezogen, als die PlayStation noch an war. Ich bin mir aber nicht ganz sicher, aber ich glaube, das ist die einzige Erklärung, die ich habe. Ja, und da passiert halt auch wie immer 100 Mal nichts und irgendwann passiert eben, genau, es. Eben, genau. Es ist eigentlich noch nie was passiert in der Hinsicht, aber genau da und da hat es mir alle Speicherstände von allen Spielen gelöscht. Ergo auch Final Fantasy 7. Ich habe mich tot geärgert. Dann habe ich in zwei Tagen hab ich das zum gleichen Stand hingespielt, eben mit mal 3, was ihr jetzt unten eben im Bildschirm auch seht, dieses mal 3. Ich dürfte bei dir deine Atemschale zu verschaffen. Du bist Wedge. Ja. Okay, alle zurück. Leck. Weißt du, wie es da brennt, ey? Da brennt's. Da brennt's dir aus der Muchte. Die Muchte? Okay, lass uns hier verschwinden. Na, Rendezvous an der Station in Sektor B. Sektor 8, trennt euch und steigt in den Zug ein. Hey. Was willst du, dein Geld? Warte, bis wir im Versteck sind. Ja, stimmt. Okay, wir machen es mal kurz auf Normalspeed. Oh, oh, guck mal, kennst du ihn noch? Das Blumenmädchen. Entschuldigung. Nichts, hör zu. Hier sieht man nicht viele Blumen. Ach so. Ja, das bist du. Ach, die. Sie kosten nur einen, Jill. Kauf eine. Natürlich kaufen wir eine. Blumenmädchen. Hier. Die hört sich an wie Zelda. Oh, nee. Nee, Zelda hört sich nochmal ganz anders an. Aber du sprichst halt so aus. Guck mal, wie... Jetzt diese so voll... Ja, das ist krass. Für die PlayStation 1 war das dann... Die PlayStation 1, gell, dann überlegst du... Wie viele CDs waren es? 3? 3, ja. Oh Gott. Hey, Joda! Bekämpfen oder später? Du sagst jetzt, okay? Du sagst einfach... Ich mach, was du sagst. Ich hab noch beides vorgelesen, aber... Die haben ja schnell platt. Die plätten wir. Da müssen wir später nicht so viel leveln, wenn wir nicht jedem Kampf aus dem Weg gehen. Deswegen machen wir jetzt jeden Kampf. Jeden Kampf. Nee, ich würde sowieso sagen, wir leveln halt auch viel offscreen. Ja, das weil ich denke halt, das ist einfach also wenn so zum Zuschauen ist eine Stunde Levelfolge hochstellen, stundenlange Levelfolgen hochstellen. Nee, wirklich nicht. Jetzt machen wir später. Ja.
Okay, also man könnte es ganz spät. Ja. Weiter kommst du nicht. Ich habe keine Zeit, mich mit euch zu balgen. Geh auf Gefahr, soll stattgehen. Jumpy doodle doo. Da wäre auch mal cool, so ein Making-of zu gucken, ne? Das können wir mal machen, wenn wir Zeit haben. Wenn es überhaupt eins gibt. Ja. Eins gibt. Das gipfelt ja cool. Dann nur noch im Unverstand. Oh, da. Achso, Dr. Säure ist nicht gekommen. Du bist beide. Dr. Säure? Ob er getötet wurde? Niemals! Dr. Säure. Jetzt mache ich aber einen coolen Entrance. Und dann läuft die Sache. Ja, auf geht's, komm. Nee, du bist... Na, sag mal, meinst du, Dr. Säure kämpft bis zum Ende für Avalanche? Avalanche. Woher soll ich das wissen? Bin ich Hersteller? Bin ich alles ausgeflippt wert, verdammt nochmal. Hey, Mr. Sir, was ist mit unserem Geld? Mr. Sir... Ah, nichts, Entschuldigung. Ach so, das warst du, Scheiße. Oh. Na? Passiert mal was heute? Der will uns abzocken, der Mr. Sir. Die Tür geht auf. Oh, Dr. Säure ist am Start. Dr. Säure! Ich bin wohl etwas spät dran. Verdammt richtig. Ziemlich spät. Machst du jetzt einen Riesenauftritt hier? Ist ein bisschen Bud Spencer-like, der Typ. Ist doch nichts dabei. Mach ich doch immer so. Mist. Alle haben sich Sorgen um dich. Und du scherst dich um Dreck um die anderen. Außer um dich selbst. Du hast dich um mich gesorgt? Was? Da zieh ich dir von einem Gehalt ab, du Angeber. 8% Abzug. Oh, nee. Auf, Leute. Das war ich. Auf, Leute. Jetzt zieht mir das ab. Es geht los. Folgt mir. Und die Musik ist auch geil, gell? Das bist du. Nee. Hey, Dr. Säure, du warst klasse.